Supermärkte. Das waren jetzt doch volle Supermärkte. Die Frage haben Sie sich gedacht? Nein. Du bist ja gedeckt, denkt sich jetzt mal ins Wort. Volle Supermärkte, ja, natürlich. Ja? Selbstverständlich, ja. Sonst kriegt man nicht alles, was man braucht, oder? Was brauchen wir denn? Das ist ja immer alles. Immer alles? Immer alles, was es denkbar gibt, oder? Das brauchen wir. Ja, natürlich. Ja. Und ist das moralisch? Moralisch? Ist es moralisch, alles zu brauchen? Ich wüsste nicht, was das mit Moral oder nicht Moral zu tun hat. Also Ethik. Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen, oder lieber doch nicht. Wir haben hier heute einen kleinen Supermarkt aufgestellt und es gibt hier eine essentielle Regel. Und die lautet, Klappe halten gilt nicht. Wir sind hier, um zu debattieren, um zu diskutieren, um Themen auf den Tisch zu bringen. Und dazu werde ich Fragen stellen. Als Modewort beschimpft oder gespottet wird, dann stimmt irgendwas nicht in dieser Entwicklung. Aber Mode kann doch auch sehr poetisch sein. Vielleicht ist Nachhaltigkeit Poesie? Nein, ich denke, dass das jetzt im Zusammenhang mit einem gewissen Schrott genannt wird. Oder so gezeigt wurde. Ich glaube, da waren keine Fossile. Also es geht hier eigentlich gar nicht um was wir trinken oder was wir an Gemüse essen, sondern... Wie viel trinken Wasser verbrauchen Sie? Also ich glaube ein Kilo Rindfleisch beinhaltet 500 Liter Wasser oder noch mehr. Wie viel? 5000. So nicht du weißt es, aber es ist... ein Kilo Rindfleisch. 15.000. 15.000, also es geht eher ums Fleisch. Biofleisch braucht weniger Wasser. Weil? Weniger Sprichmeter, weniger... Hey, das ist ganz schön anstrengend hier. Ich muss da ständig runter rumlaufen. Moment. Wir wollen alle zuhören. Also. Die biologische Landwirtschaft muss auskommen ohne chemisch-synthetische Spritzmittel und ohne künstliche Dünger. Und da fällt man schon ein großer Teil von Wasser. Hat sich jetzt ziemlich ein Boomerang herausgestellt. Wahrscheinlich wissen Sie auch alle, dass Glyphosat ursprünglich oder eigentlich in jenen Gebieten, wo gentechnisch modifizierte Pflanzen, Nutzpflanzen anbaut werden, von besonderer Bedeutung sind, weil Glyphosat ist ein sehr effizientes Herbizid. Und das Problem ist normalerweise bei Herbiziden, dass man immer so die Menge richtig dosieren muss, damit nicht die Pflanzen, die man eigentlich schützen will, vom sogenannten Beiwuchs auch sterben. Und die Gentechnik hat es geschafft, glyphosatresistente Pflanzen hervorzubringen. Die Tomate verbieten, weil sie so viel Erdgas braucht, die beheizten Glashaus. Ist es dann Verbot oder Verzicht? Verboten. Dann ist es verboten. Würden wir das wollen? Also was ist Natur und was ist Kultur? Wollen wir darauf jetzt eingehen? Hätte jemand eine Idee? Oder gehen wir auf ein anderes Argument ein, das dir kurz gefallen ist? Nämlich die Masse. Diese wunderbare Masse, zum Beispiel dieser 400 Donuts. Oder dieser wunderbaren Designgegenstände, die da oben stehen, die alle dafür produziert werden, dass sie weggeworfen werden. Ist die Frage, brauchen wir die Masse? Die Masse brauchen wir zum Einkaufen, oder? Man muss viel kaufen. Wir sind hungrig, aber wir müssen essen. Und der Markt will, dass wir immer mehr essen. 100, 200, 400 Donuts, immer mehr. Aber es befriedigt nicht, es schmeckt nicht wirklich, irgendwie ist es das Falsche. Essen ist ja mehr als den Magen füllen, es ist mehr als Distinktion, mehr als ein Statement, mehr als Föllern, mehr als Überleben, Gier und Lust. Es ist immer mehr. Es ist ein soziales Totalphänomen. Sozusagen, nachdem darüber gesprochen wurde, dass auch viel zu viel produziert wird und dass da auch viel zu viel produziert wird, also das Food Waste sich da sogar im Fett äußert, als würde ich Ihnen gerne mal mein Bauchfett anbieten. Und Sie
darum bitten, das jetzt zu essen. Die Sonne wird sie füttern. Es ist Lardo. Was ist das? Es ist Lardo. Es ist echter italienischer Lardo. Sorry, ich esse nur Kosher. Okay. Entschuldigt. Bevor wir jetzt in diese Food Waste-Thematik einsteigen, die ja jetzt gerade ganz großartig im ORF oder auf anderen Medien gebracht wurde, sind wir ja ganz stark auch damit immer wieder konfrontiert worden heute Abend mit dieser Auseinandersetzung Supermarkt, Wirtschaftssystem, wir produzieren zu viel, wir verteilen es falsch und so weiter und so weiter und so weiter. Und natürlich zweifle ich dann daran, oder zweifle ich an diesem grundsätzlichen Dilemma, das ich schon erwähnt habe, dass jetzt das eine gegen das andere sei, dass wir uns zurücklehnen können an die Foodindustrie, das hat lauter Arschlöcher, Prost, oder so. Wir glauben ja an ein System. Wir glauben an ein System, das 1989 die Welt besiegt hat, und das ist unser Kapitalismus, sprich das Wirtschaftswachstum. Der möglicherweise, dieses Wirtschaftswachstum, das möglicherweise ja auch den Food Waste produziert. Und da stellt sich für mich natürlich jetzt letztlich auch noch diese große Frage, dürfen wir am System zweifeln? Gibt es da auch andere Möglichkeiten?